So kennen wir die Bundeschampionate. Ponys, Pferde und Publikum. Warendorf, der Ort der deutschen Meisterschaften für junge Pferde. Dieses Jahr leider mit Corona und ohne Zuschauer. Das Bundeschampionat ist das Schaufenster der deutschen Pferdezucht. Und das ist auch etwas, was mir persönlich am meisten wehtut, am meisten leid tut und wo ich mich auch dafür entschuldigen möchte, dass wir in diesem Jahr nicht in der Lage gewesen sind, den Züchtern hier Zugang zu gewähren und sich ihre Pferde anzugucken. Weil wenn ich das erste Mal vielleicht ein Pferd beim Bundeschampionat habe und ich das dann hier nicht sehen kann, dann tut das weh. Und dafür habe ich totales Verständnis, das tut mir total leid. Aber die Umstände sind leider so, wie sie sind. Und da konnten wir nicht anders, auch in Abstimmung mit den örtlichen Ordnungsbehörden, anders agieren, wie wir jetzt agiert haben. Deshalb bin ich umso froher, dass wir Clip My Horse hier haben, dass wenigstens der Züchter oder auch der Besitzer sein Pferd dann doch vielleicht zu Hause sich anschauen kann. Auch für die Pferde hat sich etwas geändert, denn es gibt keine Stallgassen in den Zelten. Also mehr Abstand für die Pfleger und frische Luft für unsere Vierbeiner. Aufatmen kann auch der Turnierleiter, denn trotz der Ruhe freut er sich auf spannende Entscheidungen. Ich glaube, man schafft es, Pferdesportatmosphäre aufleben zu lassen. Wir schaffen es auch, eine etwas besondere Atmosphäre des Wettkampfes, des Wettbewerbes hier herzustellen, weil es um den Titel des Bundeschampions in den unterschiedlichen Altersklassen geht, was ich mir am meisten im 2021 wieder zurückwünsche. Nämlich das Ambiente, das Flair, der gesellschaftliche Aspekt der Bundeschampionate, das sich Treffens und über Pferde unterhalten, das fehlt schon und ich hoffe, dass wir das bald wieder haben. Was hier sicher nicht fehlt, ist Topsport und große Emotion. Denn Pferdefreunde wie Marco Schamann lieben vor allem eins. Ich reite nach wie vor. Ich habe nach wie vor zu Hause einen kleinen Stall, wo ich das ein oder andere junge Pferd habe, die ich trainiere und ausbilde, auch nochmal Turnier vorstelle. Und dann auf dem Bundeschampionat hier zu sein und all die jungen Pferde zu sehen, wie die hier, welche Leistungen die hier bringen, wie sie am Ende sich auch über die Veranstaltung von der ersten Runde heute bis hin zum Sonntag dann nochmal entwickeln, das ist etwas, da habe ich Freude dran. Das macht mir Spaß und das ist etwas, warum ich diesen Job mache und warum ich im Pferdesport gelandet bin.